Ja, da weiß ich noch nicht. Da habe ich noch keinen guten Plan. Weil die habe ich jetzt nach unten gesetzt, ne? Das heißt, wenn wir dieses Regal nehmen, dann müsste die 1, 2, 3 hier und... Ne, Regale sind Vierer, ne? Ah ja. Das heißt, wenn ich das Regal nehme, dann müsste die hier hin und hier hin. So. Alles klar, machen wir so. Und haben wir das, haben wir das, haben wir das. Jetzt kommen diese ganzen Geschirrspül-Weichspüler. Laut Liste habe ich 5 Geschirrspüler am Ende. Reiniger, Zahnpasta, Handseife, Shampoo und nochmal Reiniger. Toilettenpapier ohne Ende. Papierhandtücher. Wobei ich glaube, bei den Toilettenpapier, da muss ich, glaube ich, mehr, ne? Wie viel waren das immer? 4. Ob ich da ganze Regale nehme? Oh, eingehender Anruf. Von meinem Vater. Den muss ich mal eben ablehnen, weil ich am Livestream bin. Jetzt habe ich mein Handy nicht hier, ne? Weil irgendwas will er mir mitteilen. Das ist nicht ganz uninteressant und relativ wichtig. Warte mal, ich muss mal eben jetzt ein bisschen spontan. Das ist halt das Problem, wenn man Angehörige hat, ne? Das ist, die wollen immer irgendwas von einem. Und da es ja meinen Eltern nicht so gut geht, ist es mir relativ wichtig, auch mal zu hinterfragen, was da los ist. Entschuldigt bitte die Unterbrechung. Geplant ist das nicht, aber. Ich muss mal eben gucken, ob ich ihn per WhatsApp erreichen kann. Nur ich habe mein Handy jetzt nicht hier, weil ich stream ja grundsätzlich. Also ich habe extrem ungerne mein Handy am Arbeitsplatz. Weil man wird immer nur abgelenkt. So, dann schiebe ich das mal hier drüber und gehe wieder zurück auf den richtigen Bildschirm. Machen wir einfach mal weiter. Mal gucken, was er möchte. Er soll mal schreiben und nicht anrufen. Hallo Sohnemann, du kannst dich auf den Weg machen. Soll ich jetzt spontan mal nach Polen fahren? Ach du Scheiße. Leute, ich glaube, ich habe gleich Nachtschicht. Ich bin nicht vorbereitet. So, was machen wir weiter? Reinigungsmittel, weil ich will das hier wenigstens noch einmal abschließen. Dann spielen wir heute womöglich keine Runde, aber ich will das mal eben abschließen. Womit fangen wir denn an? Geschirr. So. Also, das Problem ist, wir haben Geschirrspüler, Geschirrspüler, Geschirrspülmittel. Und da kommt, wenn ich das richtig im Kopf habe, kommt da auch noch was zu. Weil hier Geschirrspültabs, Geschirrspülmittel ist Level 70. Also zu den Reinigungsmitteln kommt noch einiges dazu. Ich hätte mir das vielleicht doch noch mal irgendwie sortieren müssen, was kommt noch, was kommt nicht. So, wir machen Folgendes. Wir machen den und den. Dann kommt noch der andere dazu. Und nach unten packen wir was Schweres. Was habe ich denn da? Da hatte ich Weichspüler für gedacht. Okay. Aber ich habe noch gar keinen Weichspüler. Aber ich hatte Weichspüler dafür überlegt. Geschirr. Dann noch der Geschirr. Dann hätte ich noch einen Reiniger. Ich will euch ja nichts, aber mir fehlt hier.
viele Reiniger kommen denn noch? Jetzt fällt es mir natürlich auch gerade ein bisschen schwer, mich zu konzentrieren, weil ich jetzt eigentlich mal eben 800 Kilometer Fahrt vorbereiten muss. So ganz spontan. Was haben wir denn? Also, wir haben hier diese Geschirrspüler. Wo machen wir die Reinigungsecke? Wollen wir die hier machen? Ja, ne? Fangen wir einfach irgendwo an. Erster Geschirrpack. So. Das ist auch so ein Geschirr-Moped. Das kommt dahin. Nein, ein Silber, bitte. Dann kommt ja noch der dritte. So, und dann hatte ich hier unten Weichspüler überlegt. Dann gehen wir weiter. Dann haben wir hier Geschirrspülmittel. Vielleicht erstmal ins Regal räumen. So, da kommt ja nochmal Zitrusgeschmack. Was habe ich gesagt? Sind Vierer, ne? Das heißt, der kommt dahin. Dann muss wieder einer frei bleiben. Dann hätte ich noch einen Reiniger. Was haben wir denn alles an Reinigern? Da kommen auch noch so viele, ne? Also wir haben diese drei Reiniger. Reiniger, Reiniger, Reiniger. Da kommt noch ein Reiniger. Da kommt der erste Weichspüler. Das sind die Tabs. Also ab 70 wird das Regal voll. Hier kommt noch ein Reiniger. Ich weiß aber nicht, wie die aussehen. Hier kommt ein Weichspüler. Also Weichspüler da unten, Weichspüler da. Aber welchen Reiniger nehme ich denn da? Und dann haben wir vier Reiniger auf der anderen Seite. So, das sind diese Reiniger. Die packen wir hier hin. So. Ja, eventuell muss man dann noch mal umsortieren. Weil das ist auch ein Reiniger, ne? Ich pack den mal hier unten hin, komm. So. Zahnpasta kommt irgendwann. Dann haben wir Seife. Dann haben wir Shampoo. Shampoo, Shampoo, Shampoo. Und dann kommen diese ganzen Bleichmittel. So, und Toilettenpapier. Alles klar. Das heißt, wir packen die Zahnpasta, wollte ich nach oben packen. Dann würde ich hier die Handseife hinpacken. Wo machen wir denn hier mal weiter? Also Zahnpasta.
Pasta Handseife. Ist ein bisschen geschummelt, ne? Shampoo. Ich glaube, das ist das Shampoo. Das haben sie auch farblich verändert, ne? Aber das habe ich, glaube ich, auch schon festgestellt. Und thematisch habe ich dann nichts mehr, was damit reinpasst. Und jetzt geht das mit dem Toilettenpapier los. Also, wir haben drei verschiedene Toilettenpapiere. Maulwurf war der erste, ne? Dann machen wir hier den Maulwurf. Also die Frage ist ja, da passen immer zwei Stück hin, ne? Nee, also ich glaube, man muss wirklich ein komplettes Regal davon voll machen, ne? Nachbarn randalieren auch schon wieder, sehr gut. Ja, ich glaube, das müssen wir einfach machen. Das ist Dingens hier. Ich habe noch keinen Platz für die Bleiche. Also noch kriege ich sie unter. Das ist nicht das Problem, aber... So. Alles klar. Dann machen wir ein komplettes Regal mit dem Klopapier. Übertreibe ich, wenn ich ein komplettes Regal mit Klopapier voll mache? Ich hatte bis jetzt immer 6 Dinger, ne? Ja, das ist. Dann komm, dann machen wir 8. So, die kommen hier so ineinander. Der kleine Maulwurf. Ein bisschen hakelig heute, war mit dem Klopapier einräumen. Kommt hier hin. Ist ja Gott sei Dank nicht übertrieben, ne? Der geht jetzt einfach hier rüber und dann haben wir alle drei Klopapiers auf einer Seite. Macht einen guten Eindruck, oder? Was meint ihr? So, was machen wir denn mit den Bleichen? Wo packen wir die denn hin? Also, mir fehlt... Weil hier kommt ja komplett Klopapier hin, ne? Die Bleichen könnte ich natürlich hier hinpacken, aber da müsste die Milch woanders hin. Wo habe ich denn noch irgendwo Platz für Milch?